Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 29.05., nee, den 30.05.2024 und der eine oder andere wollte nicht hören, ja, dass da ein LKW liegt. Ist da jetzt einfach unverrichtete Dinge reingefahren und dann hat es Bumm gemacht und ist die Kiste abgebrannt, ne, so sieht es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen jetzt aus. Freunde, was macht ihr denn? Also, wir haben gestern besprochen, unter 6,25, also wir haben gesagt, die Nackenlinie wurde bedient, er könnte einen kleinen Rücklauf bringen und sich dann wieder runterdrehen, Knackpunkt wird die 6,30, dürfte auch mit Abwärtsgap eingeleitet werden. Ja, Knackpunkt wäre 6,30, geht er drunter, wird das neue Tief unter der 500 dann abgefordert werden und wieder rein in die SKS-Ziele, 4,40, 3,60. So, was konnte ich beobachten? Kaum geht der unter die 6,20, fangen alle an, noch zu handeln. Warum? Warum macht ihr das? Ich weiß nicht. Ich verstehe es manchmal nicht. Es ist ja beim Trading nun einfach so, es geht darum, das Wahrscheinlichere zu traden. Die wahrscheinlichen Szenarien, die besprechen wir immer. Also ich, zumindest gebe ich mir viel Mühe, die mit euch zu besprechen. Wir gucken uns Szenarien auf der Oberseite an, wir gucken uns Szenarien auf der Unterseite an, wir gucken uns andere an, wir gucken manchmal vier verschiedene Szenarien für eine Bewegung an. Aber immer geht es darum, zum Ermitteln, wo geht die Wahrscheinlichkeit hin. Nun kann es mir, natürlich würde jetzt der andere sagen, ja, jetzt hat er mal recht gehabt, jetzt tut er sich ja übelst aufspielen. Aber es ist halt einfach das wahrscheinliche Szenario, was besprochen wurde. Und wenn man sich dann dagegen stellt, dann handelt man einfach gegen die Wahrscheinlichkeiten, gegen das wahrscheinlichere Szenario. Und das ist doch vertane Mühe. Und es ist doch auch, natürlich klappt unsere Analyse nicht immer, aber sie klappt sehr, sehr, sehr oft. Sie klappt auch wesentlich öfter, als dass sie nicht klappt. Und in dem Moment, wo man sich dann gegen so eine Bewegung steht, wo ja wirklich ableitbar ist, dass das neue Tief dann eben auch noch kommt, weil einfach auch nicht viel dafür spricht, dass es eben nicht noch kommt, weil es die ganze Zeit so macht, dann stelle ich mich doch nicht noch 20, 30, 40, 50 Punkte vor dem neuen Tief noch hin und haue dann nochmal long dagegen mit einem Stop über diesem Tief. Also, das, Freunde, versucht wirklich, auch wenn es offensichtlich ist und ihr denkt, das ist zu offensichtlich, versucht, die wahrscheinlichen Szenarien zu traden. Und wenn ihr solche Szenarien seht oder habt und ihr glaubt nicht daran, dann handelt es einfach nicht. Aber dann handelt nicht dagegen. Ihr steht hinterher da und ärgert euch doch selber. Weil es hätte einfach sein können. Mit Unterbieten von 7,50 auf eine 600 und ein neues Tief unter 500 zu traden. Sowas gesagt. Und was machen alle? Die handeln die ganze Zeit long. Da sitze ich manchmal auch da und denke mir, was machst du eigentlich den ganzen Abend hier in deiner Freizeit? Wenn eh keiner zuhört. Nur alle wieder machen, was sie wollen. Ich meine, es ist schön, es ist solidarisch, das Geld geht ja nicht weg. Ja, was der eine verliert, das kriegt der andere. Ne? Das ist nun mal Börse so. Das verschwindet ja nicht. Das wechselt nur den Besitzer. Ja, das... Aber es muss doch nicht sein, ja. Auch wenn ich gucke, was unser Seminar guckt, da gibt es manche, die können es sich nicht leisten. Sagen sie zumindest. Und dann hauen sie 2000 Euro an so einem Tag raus. Da sage ich mir, na, das ist doch einfach schade um die Kohle. Das ist wirklich, das ist vermeidbar. Es ist einfach vermeidbar. Weil sowas, das muss man im Kopf auch hinkriegen, dass man sowas dann auch für sich genutzt kriegt. Ja, ich habe leichtes Reden, weil die Analyse aufgegangen ist, aber ich verstehe halt nicht, dass man sich dann, ich verstehe es nicht, ich verstehe es halt einfach wirklich nicht, dass man sich dann so dagegen, dass sich so viele so dagegen stellen halt und dann die ganze Zeit da long reinbuchten. Das ist unnötig, das kann man aber sich abtrainieren, das kann man auch, ich war früher selber so, aber das kann man sich wirklich abtrainieren und das kann man sich ablernen. Und das lernt man sich nicht ab, wenn man irgendwelche Bücher lernt, liest. Also den Zahn, den kann ich auch gleich ziehen. Wer da jetzt denkt und merkt, er muss was anderes machen und er bestellt sich jetzt zwei Bücher und am besten noch irgendein technisches Buch, wo Muster beschrieben werden, das wird nicht funktionieren, weil genau das ist jetzt das Schöne an sowas hier. Das bringt hier kein Theoretiker bei, dass sowas wie der DAX die SKS auflöst, das ist ja nur so, wie er es immer macht. Das erzählen wir ja seit der ersten Minute, dass der DAX es einfach immer protestisch macht und nochmal auf 8,30 stechen kann, um dann nochmal runterzugehen und so weiter und so fort. Er macht das halt immer wieder so. Das sind Sachen, die kann dir jemand sagen, der jeden Tag eine SKS handelt und immer wieder, aber sowas steht in keinem Scheißbuch, weil die alle nur auf theoretischer Ebene unterwegs sind und selber in der Regel eigentlich nie handeln. Ja, die solche Bücher schreiben, ja, weil es darum geht von den Verlagen und so weiter, das muss ja Qualitätsanforderungen haben, sprich, das muss schon mal in einem anderen Buch gestanden haben und so weiter und schwuppdiwupp, kommt, da steht überall die gleiche Scheiße, schreiben alle voneinander dann ab und überall steht die gleiche Soße drin und keiner kann es handeln, weil sowas einfach nicht gelehrt wird, aber sowas
ist halt einfach die Praxis, sowas ist an der Tagesordnung und so sieht halt eine ordentliche SKS-Auflösung im DAX. Sowas gehört ins Lehrbuch rein. Macht aber keiner. Ja, stattdessen sind die anderen drinnen, die halt eigentlich nicht klappen. Aber so kann man wirklich ein Foto von machen, kann man sich an die Wand kleben. So geht eine SKS im DAX auf. Ja, so, jetzt habe ich aber lange geredet. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich gar nicht drüber rede und nur technische Analyse mache heute. Jetzt habe ich trotzdem, bin ich trotzdem reingerutscht. Ich wollte nämlich mit euch einfach nur die nächsten Marken durchsprechen, damit ich hier kein 10-Minuten-Video draus mache, weil es regt mich auf ein bisschen halt, ne? Dann sitze ich wirklich da und denke mir, was macht ihr, Freunde? Ich freue mich dann, dass das so aufgeht und dass das so klappt und denke, alle sind hier richtig mit schön dabei und freuen sich. Und dann guckst du durch und denkst dir, hä, warum hat der jetzt Long gehandelt? Warum hat der jetzt Long gehandelt? Warum haben jetzt alle Long gehandelt? Was haben sie denn gemacht? Ja, also, ich meine, ja, ich weiß, haben auch welche Short gehandelt, aber ich reg mich ja über die auf, die dann Long gehandelt haben. Auch wenn es bloß vielleicht zwei, drei, vier sind, die dann nach vorne springen, aber. Technische Analyse, Martin, technische Analyse, technische Analyse. Wir sind auf der 440 angekommen. Wir haben ein wichtiges weiteres Bewegungsziel erreicht. Wir haben aktuell etwa so gefühlt zwei gleich lange Abwärtswellen drinne. Das heißt, wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein zum Donnerstag. Insbesondere wenn eine grüne Stundenkerze spuckt. Aber vom letzten Tief weg sieht die Erholung relativ träge aus, sodass wir weitere Tiefs einplanen sollten. Und eben das ist dann die 360. Das wird eine super schöne Zone. Da muss auch gar nichts weiter hinzugefügt werden. Diese SKS-Zielzone ist als solche durchaus attraktiv genug. Wenn der DAX sich drauf stößt, rote Stundenkerze hier runterrammt und er dreht von dort grün auf, würde ich mal long probieren. Wenn er von da unten eine grüne Stundenkerze hochschluckt. Weil es gegebenenfalls als Abschluss dieser Formation, dieses Korrekturmusters, reichen kann. Ja, wenn der sich hier unten stabilisiert bekommt und der kriegt auf einer 360 eine schöne Drehung hin und eine, oder eine Bodenbildung oder Stabilisierung, wie auch immer. Und das kann am Donnerstag eine Stundenkerze kann da ausreichen. Und er dreht sich wieder hoch, kann das sein, dass der da gar nicht erstmal nochmal runterkommt. Und hier nächste Woche schon wieder auf Richtung 18.700, 18.800 läuft. Ja, und von daher, ich würde es probiert haben wollen. Ich würde es nicht unprobiert lassen. Wenn er hier unten auf 360 irgendwie eine grüne, das ist egal, wo das Tief liegt. Das muss jetzt nicht. Das darf auch eine 3,35, 3,40, 3,60, 3,65 sein. Wenn da eine grüne Stundenkerze von wegdreht, hat die durchaus das Zeug, A, in die 500 wieder reinzulaufen und dann eben aber auch höher. Bis Nackenlinie erstmal, ne? 6,30 und dann aber auch weiter. Locker, locker wieder hier hoch. Deswegen sollte man da ein bisschen genauer hingucken. Ich würde aber das Umkehrsignal auf der 3,60 auf jeden Fall abwarten. Auf jeden Fall. Denn. Sollte der nur rote Stundenkerzen durchdrücken und die 360 nicht angenommen werden vom Markt als SKS-Ziel und der Markt da ja mehr übergeordnete Strukturen im Sinn haben und da können wir mal gerne auf Tagesebene gucken, da sieht es nämlich ein bisschen schöner aus, schöner greifbarer auch, also schön greifbar schöner aus. Ja, und wenn wir uns da die ganze Bewegungsstruktur mal von hier unten angucken, dann haben wir hier so auffällig eine Bewegungswelle runter, Seitwärtsmuster. Ja, dann hier zweite Bewegungswelle. Korrektur Seitwärtsmuster und jetzt sind wir in einer weiteren, aber die ist sehr kurz. Ja, wenn wir gucken, das hier im Verhältnis zu dem, wartet mal, ich kann auch hier mit Snipping Tool das mal ein bisschen hervorheben, dann sieht man ein bisschen, was ich meine. Wartet, das dauert hier kurz. Zack, 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 komm, bisschen schneller. Die Leute haben alle was zu tun, weil dich. So, also guck mal hier, das ist hier eine, das ist hier die zweite. Und die wäre jetzt hier dolle kurz. Ja, das heißt, die hätte von der Ausprägung durchaus ja noch Potenzial, sich ein bisschen zu verlängern. Und wenn wir jetzt ins Kleine reingucken, in die kleine Bewegung hier, wenn ich da mal ein bisschen reinzoome, oder wir machen das einfach nochmal neu. Und wir gucken hier rein. Sehen wir hier das Gleiche nochmal in klein. Kommt ein bisschen aus der Elliott-Wellen-Theorie der Gedanke. Für die Leute, die sich jetzt fragen, woher nimmt man sowas? Wie kann man da. Wie kommt er da jetzt drauf? Die besagt, dass das immer aus fünf Wellen besteht, ja. Und wenn wir hier gucken, haben wir jetzt hier diese einen Aufwärtshang, diesen zweiten. Und was wir jetzt auf Tagesebene gesehen haben, jetzt bin ich ja hier viel, viel, viel kleiner reingegangen. Wir haben vorher die große Bewegung angeguckt, ja, die große von hier unten. Jetzt gucken wir diese kleinere im Inneren hier an. Sehen wir, dass hier ja theoretisch auch noch so ein Strang kommen kann, ja. Wartet mal, muss gerade nicht so groß sein. Kann so von dem Format werden.
Und dabei besagt die Elementary eben, dass dabei vermieden werden sollte, diese Hochzone schützt. Und die Hochs jetzt, da komme ich jetzt dahin, das wäre das zweite Ziel, wenn die 360 nicht hält. Nämlich den Bereich um, ich sag mal, 250 bis 200. Ja, 250 bis 200 wäre so der zweite wichtige Bereich, einfach aus der Elementary heraus. Nicht, weil das jetzt unbedingt immer so sein muss, sondern weil es eben Regelwerke gibt oder Gesetzmäßigkeiten, die eben auch andere größere Händler betrachten und deswegen dann der Markt einfach auch so reagiert, weil er weiß, die anderen achten da drauf, also achten andere da drauf und schwuppdiwupp, ist das so eine selbstbedingende Erfüllung oder wie man, nee, das ist jetzt nicht die richtige Bezeichnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es, selbsterfüllende. Wie sagt man denn? Komm jetzt nicht drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, sprich, der Punkt wäre schön reaktiv. Sollte die 360 nicht halten, 250 bis 200, zweite wichtige Ziel. Und wo liegt das dritte? Das dritte liegt hier unten am unteren Band, weil eben sowas auch immer attraktiv ist, kombiniert mit dieser Volumenzone hier, wo der DAX länger geklemmt hatte und auch die Tiefs hier abgefangen hat, würde ich das also auf 1840 bis, das Band liegt hier bei 1880 rum, 1880 bis 1840. Ich glaube, das sind so die drei Zonen, die wir auf der Unterseite haben, wenn der Donnerstag oder der Freitag irgendwie da unten eskalieren will. Und ich sag mal hier aus unserem schönen Bild, aus unserem Feuer hier ein richtiger Flächenbrand wird, sind das drei schöne Zonen, die nach unten erreicht werden. Und das ist der Grund, warum, scheiße, jetzt bin ich schon bei 11 Minuten, oh, ich wollte ein kurzes Video machen, aber es ist ja auch anders wichtig. Ne, es ist ja auch heute. Nee, es schneit auch nichts raus, das lassen wir jetzt alles so. Das ist alles für euch wichtig. Und es ist auch wichtig, gesagt zu haben. Ja, also das sind die drei wichtigen Zonen. Und deswegen würde ich zum Donnerstag nicht pauschal einfach nur long reingreifen, wenn er nach oben anzieht, falls er wirklich schwach notiert, weil der Markt sich eben auch, wenn ihm die SKS nicht so wichtig ist, die anderen beiden Ziele schnappen kann. Das sind wirklich attraktive Zielstationen. Aber wenn er die Marken annimmt, zum Beispiel die 360 oder die 250, 200, und er drückt doch grüne Stundenkerzen nach oben, ich würde dann einen Long probieren. Würde ich machen. Auch wenn es gegen die Bewegung ist, aber es sind sehr attraktive antizyklische Konterstellen, an denen mal was wirklich in die andere Richtung auch starten kann. Und dann wäre es ja nicht unüblich, wenn unser DAX zum Donnerstag dann in die Erholung reingeht und die von Freitag einfach noch fortsetzt. Das sehen wir nun auch so oft. Das durfte man dann hier auch verlangen. Sollte direkt nach oben raus starten und frontalen Angriff in die Erholung reingehen, gar nicht nach unten, würde ich mal so im Bereich 623, 600, 625 nochmal genauer hingucken. Von dort rote Stundenkerzen können auch nochmal richtig schön nach unten abdrehen und eben noch versuchen, das SKS-Ziel voll zu machen. Ja, er müsste halt auch deutlich, ich sag mal, über eine 630, 700 wieder drüber, um hier einen kleinen Abbruch in die innere Bewegung zu kriegen und wie sich wieder nach oben Platz aufzumachen. Ja, also 6,30 wäre sozusagen nochmal, kann man fast sagen, eine Shortmarke, 600, 6,30. Dort eine rote Stundenkerze nach unten, die kann auch wirklich nochmal ein paar Meter nach unten gezogen werden. Alles drüber, kriegt dann wieder ein bisschen mehr positiveren Touch in die Erholung rein. Könnte sogar das SKS hier weglassen, auch wenn es eigentlich üblicher wäre, das noch voll zu machen jetzt zum Donnerstag. Ne? Vielleicht sogar schnell einen Stich nach unten am Vormittag. Würde ganz gut reinpassen. Okay? Insbesondere auch, weil viel hier noch Long drin sind. Was ihr ja nicht machen sollt. Gut, Freunde, seht's mir nach. Das sind einfach Themen, die bewegen mich. Das ist das, was ich hier mache. Das mache ich mit vollem Einsatz, Herzblut und was auch immer da dran hängt. Und mir tut es einfach mal weh, halt, nicht? Wenn ich sehe, was die Leute manchmal für Kohle verlieren. Und es ist in meinen Augen, aus meiner Perspektive, ist es halt unnötig. Ich weiß, es klingt um alles so einfach, wie ich das sage. Ne? Ich gucke da nur ein paar Jahre, ich habe da andere Erfahrungen, aber. Man kann das schon lernen und ich ärgere mich halt, wenn ich manchmal so den Eindruck habe, die Leute, die bemühen sich gar nicht, das irgendwie so aufzugreifen und dann so dagegen zu strotzen und so nach dem Motto, naja. Aber gehört dazu, ich weiß das, man kann auch nicht alle retten. Ich freue mich schon, wenn der eine oder andere hier was eben mitnehmen kann und gerade sowas wie hier angesagt, man nimmt 57, ziehen auf 600 und unter 500. Da würde ich mich wenigstens freuen, wenn einer von 10 dann da auch ein bisschen was raus mitgenommen hat. Ne, gerade wenn es so schön auch aufklappt. Das ist immer schade, wenn die Analyse so schön aufläuft und die Leute dann die aber auch nicht handeln, weil sie dann irgendwas quer machen halt. Ne? Gut. Punkt, Thema, Ende aus. Ansonsten kann ich das Seminar wirklich nur ans Herz legen, weil sowas alles besprochen wird, auch dieses Umdenken, dieses Machen und auch natürlich, was ich vorhin gesagt habe mit den Lehrbüchern. Ich erzähle euch auch ganz klipp und klar, was ihr an Lehrbuchwissen direkt wieder vergessen müsst und sollt.
Ja, weil es steht auch viel Mist drin. Und es wird auch in der technischen Analyse, werden auch Sachen gelehrt. Ich weiß das, ich habe auch Zertifizierung als technischer Analyst. Ich musste in der Prüfung, musste ich Sachen, ich sag mal, theoretisch richtig, praktisch falsch sagen, damit ich die Prüfung bestehe. Obwohl ich es nie in der Praxis so machen würde, weil es gar nicht funktioniert. Aber es ist halt in der Theorie so richtig und das hat irgendjemand mal so festgelegt. Und deswegen wird das so betrachtet. Aber das ist Bullshit. Und da gibt es viele Sachen, die wirklich in Büchern einfach falsch drin stehen halt, ne? Und eigentlich müsste man sich mal wirklich die Mühe machen, als Praktiker mal so ein Buch einfach zu überarbeiten oder mal komplett auseinanderzunehmen, was funktioniert da draus überhaupt nicht, was kann man vergessen. Das wäre eigentlich mal eine schöne Aufgabe, aber hat man als Praktiker keine Zeit halt, ne? Du musst ja dein Geld Markt irgendwie verdienen. Und da hast du nicht unbedingt Lust, ein Buch zu schreiben, ja? Also auch wenn mir genug einfallen würde, was man da reinklimpern kann, aber Mensch. Ich quatsche aber heute auch was zusammen. Ja, vielleicht doch das eine oder andere Bierchen hier zu viel getrunken. Also, ich mache jetzt hier zu. Ich wünsche euch was. Es war ein schöner Tag. Ich hoffe doch, der eine oder andere konnte hier was mitnehmen. Mache jetzt hier aus. Ich wünsche euch was. Macht's hübsch. Tschüss.